Gutenberg war ein genialer Erfinder und ein Tüftler. Er ist in Mainz geboren, in Mainz gestorben. Wir sagen 1400, genau wissen wir es nicht. Gestorben ist er 1468, aber auch in Mainz. Und er ist Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns und eines Patriziers. Das ergibt ihm natürlich die Chance auf eine wunderbare Schulausbildung, eine fundierte Ausbildung. Man nimmt auch an, dass er eine Gravurlehre oder eine Goldschmiedeerfahrung gemacht hat. Das brauchte er dann natürlich für seine Erfindungen, nämlich den Buchdruck mit beweglichen Lettern. Und ich habe Ihnen mal so einen kleinen Letter mitgebracht. So sieht das aus, wenn wir das hier gießen im Museum. Es sind Lettern, die aneinandergesetzt werden. Also er hat auch die komplette Technik dazu erfunden. Wie setze ich die Lettern zusammen? Dann die Druckerschwärze hat er erfunden. Und das ist eine wahnsinnige Erfindung und reicht uns bis heute in unsere Zeit hinein. Ja, also die historischen Gebäude zu Zeiten Gutenbergs sind fast alle verschwunden. Wir wissen natürlich, wo sein Geburtshaus stand. Das ist die heutige Mohrenapotheke in der Schusterstraße. Wir wissen auch, wo er getauft wurde. Das ist die heutige Ruine St. Christoph. Und wo er gearbeitet hat, der Hof zum Korb, Haus zum Humberg, da gibt es noch Reste, da gibt es noch einen Treppenturm und Haus zum Korb wurde ja wieder aufgebaut. Dort befindet sich heute auch eine Goldschmiedewerkstatt des jungen Richard Wagner, der ganz stolz darauf ist, diese Tradition auch bis heute noch auszuführen. Und was wir noch haben, wir haben natürlich in der Altstadt das ein oder andere Haus, was schon zu Gutenbergs Zeiten stand. Und hinter mir, was Sie jetzt nicht sehen können, der Mainzer Dom stand natürlich auch schon zu Zeiten von Gutenberg. Was wir noch haben, wir haben Straßen benannt. Wir haben die Fuststraße, das war der Geldgeber. Wir haben die Schöfferstraße, das war der Kompagnon, Peter Schöffer. Wir haben den Gutenbergplatz, wir haben das Gutenberg-Museum. Wir haben natürlich die Johannes-Gutenberg-Universität, die 1477 schon gegründet wurde im Zuge dieser Wissensbereicherung. Und was wir auch haben, wir haben das Johannesfest, was natürlich immer am 24. Juni gefeiert wird, aber natürlich auch zu Ehren von Johannes Gutenberg. Also die Mainzer Johannisnacht wird seit 1968 in Mainz gefeiert. Sie hat den Ursprung zum 500. Todestag Johannes Gutenberg. Es wurde damals dieses Fest eingeführt. Zentraler Bestandteil ist halt der Büchermarkt, das Gauchen, also das Museum hat eine Sonderaktion. Das ist einfach ein Fest rund um Gutenberg in der ganzen Stadt. Das Besondere an der Johannisnacht sind die Mainzer an sich, die dieses Fest feiern und die Aktionen rund um Gutenberg. Angefangen vom Gauchen, wo die Auszubildenden der Mainzer Berufsschule nach 3 Jahren den Schweiß und die Sündelehre abgewaschen bekommt. Das ist eine Riesentradition seit dem Mittelalter. Und das ist einfach ein Event. Einfach mal besuchen, da gibt es Musik, es gibt Büchermarkt. Also das ist das Besondere an Mainz. Mainz ist besonders und das zeigt es auch an der Stelle. Das Gutenberg-Museum ist wichtig für Mainz, das heißt, es ist eine Marke, die lokal funktioniert, regional, aber natürlich auch national von großer Bedeutung ist und international von großer Bedeutung. Gutenberg ist für Mainz von besonderer Bedeutung, weil wir in der Gutenbergstadt sind, an der Wiege des europäischen Buchdrucks. Und natürlich ist dieses Museum, was Johannes Gutenberg gewidmet ist, ganz besonders bedeutend als Weltmuseum der Druckkunst. Das Museum hat ein Alleinstellungsmerkmal, weil es verschiedene Museumsgattungen in sich vereint und hat auch sehr viele besondere Schätze, die wir jährlich ungefähr 150.000 Besuchern aus aller Welt vermitteln können. Und insofern bringt es natürlich für die Stadt Gutenbergs auch eine Wertschöpfung, weil viele Menschen eben hier auch übernachten, was essen, was trinken, sich die Stadt anschauen. Und insofern ist das Museum nicht nur kulturhistorisch sehr bedeutend, sondern eben auch für die Stadt ein wichtiger Faktor. Ja, das Gutenberg-Museum ist ja das sogenannte Weltmuseum der Druckkunst und beherbergt eben nicht nur deutsche oder europäische Ausprägungen des Buchdrucks mit beweglichen Lettern oder insgesamt der Buch- und Druck- und Schrift- und Mediengeschichte, sondern eben auch
Zeugnisse aus aller Welt. Das macht das Museum so besonders und auch die Heterogenität der Sammlungen, die von der Handschriftenzeit bis in die aktuellste Gegenwart reicht. Wir haben natürlich unsere Highlights, zum Beispiel die beiden B42 Gutenberg-Bibeln, wo eben der Besucher auch schöne Vergleiche anstellen kann, aber vieles andere mehr. Sondersammlungen, ich nenne nur die große Inkunabelsammlung, die weltweit bedeutend ist, Ex-Libris-Sammlung, Miniaturbücher, Pressendrucke, wir haben eine große grafische Sammlung und so weiter. Und das macht die Arbeit und das Ausstellen hier im Museum auch so ganz besonders, weil wir für viele, viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte eben Themen hier im Haus lagern haben durch diese Bestände. Die Internationale Gutenberg-Gesellschaft hat im Wesentlichen zwei Ziele. Das eine ist die Unterstützung des Gutenberg-Museums. Das andere ist eben auch die wissenschaftliche Arbeit, also die Forschung zu und um Gutenberg zu unterstützen. Das ist nicht nur historische Forschung über das Leben Gutenbergs oder über die Entstehung des Buchdrucks mit teilweise auch heute noch immer wieder neuen Erkenntnissen, sondern das ist natürlich auch die Forschung, wie hat sich diese Weltrevolution ausgewirkt, eben auch bis in die Gegenwart und Zukunft hinein. Die Arbeit der Gutenberg-Gesellschaft also unterscheidet sich, weil sie nicht nur für das Museum förderlich ist, sondern weil sie auch ein internationales Netzwerk hat. Denn die Mitglieder verteilen sich tatsächlich in Europa und auch ein Stück darüber hinaus. Gutenberg hat mich mein ganzes Leben begleitet, für mich persönlich. Ich komme aus einer grafischen Familie hier in Mainz. Mein Vater und mein Bruder haben Schriftsetzer gelernt. Ich habe Drucker gelernt und bin seit 1984, wo ich ausgelernt habe, gegoucht worden. Und dann, 2014, wurde ich ins Amt gewählt als Gouchmeister der Stadt Mainz. Und das ist für mich ein Ehrenamt und das freut mich. Und das ist halt das Besondere, was mich auch mit der Stadt und mit Gutenberg verbindet. Ja, Gutenberg ist natürlich der Magnet für den Tourismus hier in Mainz. Und ich als Stadtführerin, als Gästeführerin darf Gruppen durch das Museum führen. Ich darf ihnen die Technik vermitteln, was Gutenberg erfunden hat, wie er es gemacht hat. Ich darf eine Seite drucken und ich darf ihnen die Auswirkungen auf die heutige Zeit erläutern. Und es macht mir viel Freude und ich liebe diese Arbeit und bin wirklich stolz, dass Gutenberg hier in Mainz die Bibel gedruckt hat. Man muss mal überlegen, die Pioniere, die Medienpioniere heute, Steve Jobs oder Bill Gates, spricht man über in 100 oder in 600 Jahren noch über diese Person. Über Gutenberg sprechen wir seit über 600 Jahren und das ist wirklich was Tolles. Jetzt wissen wir ja über sein Leben gar nicht so viel und wir wissen ja noch nicht mal genau, wie er ausgesehen hat und vermuten es ja irgendwie nur. Aber dass diese Welterfindung von Mainz ausgegangen ist, finde ich nach wie vor persönlich das Faszinierendste. Man würde heute sagen, das war ein Gründer, ein nicht nur Inventor, sondern eine Art von Start-up. Also eigentlich eine sehr, auch heute noch moderne Form in einer Mischung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und Forschung, etwas zu leisten, was einen unglaublichen Antrieb bedeutet, dann für den Buchdruck oder man würde heute sagen, vielleicht für Wirtschaft und Technologie. Also ich finde, obwohl seit Jahrhunderten her ist es eine sehr, sehr moderne Art, Innovation gebracht zu haben. Und wenn dieser Spirit uns heute noch beseelt, und das sehe ich so, dann haben wir viel von Gutenberg in unsere heutige Zeit rübergerettet. Ja, Gutenberg ist für mich persönlich natürlich ganz, ganz wichtig. Ich repräsentiere sozusagen dieses wunderbare Haus als Direktorin und insofern ist mir dieses Erbe von Gutenberg nicht nur eine große Freude, sondern natürlich auch eine Verpflichtung. Aber wenn ich persönlich nochmal Stellung beziehen soll, mir imponiert natürlich auch Gutenberg als Person. Wir wissen wenig über ihn. Und leider hat keiner von uns mit ihm ein Gespräch führen können, aber es wird schon sehr deutlich, es war ein sehr mutiger Mensch, ein Mensch, der Verantwortung getragen hat, ein Mensch, der Strukturen kreativ zerbrochen hat, um etwas Neues zu entwickeln und all das finde ich sehr toll. Dazu gehört auch eine gewisse Geisteshaltung, die imponiert mir sehr. Für mich ist er ein Entrepreneur, vorbildhaft für alle, die jetzt auch Start-ups gründen und so weiter und deshalb bewundere ich ihn sehr und hätte ihn sehr gerne kennengelernt.